möchte euch alle im Namen der kurdischen Gemeinde Deutschlands herzlich begrüßen und vor allem die solidarischen Grüße der deutsch-kurdischen Community überbringen. Gerade in Zeiten von steigendem Antisemitismus, in Zeiten von immer mehr No-Go-Areas für Juden in Europa und in Zeiten, wo die Politik bei uns immer mehr gegen den Antisemitismus versagt, möchte ich ausdrücklich im Namen der kurdischen Gemeinde Deutschlands sagen, dass unsere jüdischen Freundinnen und Freunde in Deutschland und auch in Israel nicht alleine sind. Wir stehen ohne Wenn und Aber an eurer Seite. Gerade in schwierigen Zeiten, wenn Juden hier in Deutschland und in Israel unsere Solidarität brauchen. Vor allem sind wir nicht nur an Gedenktagen an eurer Seite, sondern gerade dann, wenn jüdisches Leben bedroht und angegriffen wird, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden unsere Stimme immer erheben, wenn unsere Politik islamistischen Regimen und Verbänden den roten Teppich ausrollt, die Israel von der Landkarte löschen wollen. Gesicht gegen Antisemitismus müssen in erster Linie die Nicht-Juden zeigen, liebe Freundinnen und Freunde. Juden haben wie alle anderen Völker das selbstverständliche Recht auf Existenz und das Recht auf eigenen Staat. Aber bei keinem anderen Volk wird das von Beginn der Zeit bis heute so in Frage gestellt. Fast täglich werden in Deutschland Juden angegriffen. Der wohlmeinenden Worte sind genug gewechselt. Viele politische und gesellschaftliche Akteure sind sehr froh, dass sie nur vom verhassten Nazi-Antisemitismus reden kann. Ausgeblendet werden aber leider die Islamisten und andere Brandstifter, die sogenannten Antizionisten, oft aus der linken Ecke. Für Juden gibt es also neben dem Rechtsextremismus zwei weitere Gefahren: islamistische Extremisten und Linksextremisten. Dass es sich bei Antisemitismus leider um ein 360-Grad-Problem handelt, verdrängen fast alle Akteure. Erst wenn man kapiert, dass Judenhass aus allen gesellschaftlichen Bereichen erwächst, erkennt man seine Bedeutung als Indikator für das gesamtgesellschaftliche Klima. Und erst dann bekommt der Satz, Antisemitismus geht uns alle an, einen wirklichen Inhalt. Der Historiker Wolfsohn schrieb zu Recht, wir brauchen keine Mahnwachen. Versucht eine andere Gesellschaftspolitik, eine andere Sicherheitspolitik zu gestalten. Zwar sei es nicht fraglich, dass Politik, Polizei, Medien und Gesellschaft die Juden im Prinzip schützen wollen. Aber Fakt ist, man kann uns nicht schützen. Und das ist ein Strukturdefizit in der Bundesrepublik Deutschland, so Wolfsohn weiter. Staat und Gesellschaft seien nicht wehrfähig. Und weil sie nicht wehrfähig sind, sind wir nicht sicher. Das ist der entscheidende Punkt, liebe Freundinnen und Freunde. Israel ist die einzige Demokratie inmitten von Unrechtsregimen, eine Oase der Freiheit in einer feindlichen Umgebung. Schon alleine deswegen darf Israel niemals fallen, denn mit ihr würde die Freiheit und Demokratie fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Für alle, die diesen Konflikt nicht verstehen, wenn die Araber und der islamistische Iran die Waffen niederlegen, gibt es Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt, verschwindet es von der Weltkarte. So simpel ist die Wirklichkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Wir heute lang der deutschen Politik an Gedenktagen von Staatsräson zu sprechen, aber wenn es in der Praxis darauf ankommt, Israel allein zu lassen, ist für mich als deutschen Staatsbürger nicht hinnehmbar. Es ist unerträglich zu wissen, dass meine Regierung und mein Staat Geschäfte mit dem Mullah-Regime in Iran macht, der regelmäßig zur Vernichtung Israels aufruft. Iran will die Bombe, um Israel auszulöschen. Und Deutschland stellt sich in dieser Situation nicht an die Seite Israels, sondern gegen Sanktionen gegen den Iran. Das zeigt mir, dass Deutschland doch keine endgültigen Lehren aus dem Holocaust gezogen hat. Wenn ein Land ohne Wenn und Aber in dieser Frage heute an der Seite Israels stehen muss, dann ist es Deutschland. An Gedenktagen erinnern wir uns den toten Juden. Aber neben sonst hin, dass eine Organisation wie der IZH
dass aus einem Staat wie Iran, der den Staat Israel von der Landkarte löschen will, dirigiert und gelenkt wird. Für niemanden stellt das hier ein Problem dar, dass der Dachverband dieser mehr als bedenklichen islamistischen Organisation hier vom deutschen Staat hofiert und durch Projektgelder mitfinanziert wird. Es gibt keine politische Veranstaltung, keinen Gedenktag oder einen Staatsakt in Deutschland, in der der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime nicht in der ersten oder zweiten Reihe sitzt. Alle Demokraten in Deutschland verlangen, dass Migranten alle politischen Rechte bekommen sollen. Aber man darf von ihnen anscheinend nicht dieselben demokratischen Standards einfordern oder bei ihnen dieselben demokratischen Maßstäbe anlegen. Diese Verlogenheit und Heuchelei finde ich in Deutschland mittlerweile mehr als unerträglich. Es ist an der Zeit, jede Zusammenarbeit mit Vertretern des politischen Islam in Deutschland zu beenden. Der politische Islam ist eine zutiefst rechtsextremistische Ideologie. Mit wem der Staat zusammenarbeitet, sendet ein Zeichen an die muslimische Community und die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wir appellieren an die deutsche Politik und vor allem hier an die Hamburger Politik, nur noch Organisationen und Akteure als Gesprächspartner zu akzeptieren und zu unterstützen, die für ein freiheitlich-demokratisches Grundverständnis des Islam stehen. Diese sollten wir deutlich mehr fördern als bisher. Es braucht eine Neubewertung im Verhältnis zu diesen Verbänden. Spätestens nach der Bundestagswahl muss sich das ändern. Naivität entschuldigt keine Förderung von reaktionärer Politik. Vor 2 Jahren hat Bundestagspräsident Schäuble bei der Buchvorstellung "Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland" Folgendes gesagt. Hinnehmen muss und darf der freiheitliche Staat nicht alles. Nicht alles, was ein Glaube fordert, darf unter dem Grundsatz auch verwirklicht werden. Das ist das Entscheidende. Allerdings, säkularitätsrelevante Streitthemen wie Kopftücher vor Gericht, getrenntes Geschlechterschwimmen in der Schule, Kreuze in Klassen und Amtsstuben sind Konfliktfelder, die jeweils neu auszuhandeln seien in der gesellschaftlichen Praxis durch Rechtsprechung und durch den Gesetzgeber, so Schäuble. So blieb die Rede noch viel zu ambivalent und politisch deutlich und parlamentarische bzw. allgemeingesellschaftliche Anschlussfähigkeit nach allen Seiten bemüht. Ich möchte Herrn Schäuble antworten. Wenn es um unsere Freiheit und Demokratie, wenn es um die Gleichberechtigung der Frau und um Antisemitismus geht, gibt es nicht zu verhandeln. Es gibt unverhandelbare Werte in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Dazu gehört für Deutschland auch die Verteidigung des Existenzrechts des Staates Israel. Wer dies nicht akzeptiert, hat sich das falsche Land ausgesucht. So klar muss das sein, wenn wir nicht gegen den politischen Islam verlieren wollen. Auch in dieser Klarheit stehen wir heute zusammen. Ein Kampf gegen den Antisemitismus ohne eine glaubhafte Israel-Solidarität ist ein verlorener Kampf und kann nicht erfolgreich sein. Ich möchte meine Rede, liebe Freundinnen und Freunde, mit einem Zitat von Schiller beenden. Der Menschenwürde ist in eurer Hand gegeben. Bewahret sie. Sie sinkt mit euch wird sie sich heben. Und die Menschenwürde von allen Juden werden wir als kurdische Gemeinde Deutschland immer und überall verteidigen. Shalom Israel!